So, willkommen zurück. Ja, ihr wisst, es sind Ferien und in den Ferien ist es am besten für mich T49er zu spielen als alles andere, weil du da ziemlich mobil bist und auch mal die Fehler des eigenen Teams so gesehen ausmerzen kannst, ausgleichen kannst. In Zeitlupe. Das war der Spick vom Gegner, schön mit einem Schuss rausgenommen. Gleichzeitig den Bulldog gespottet, der hier auch rausgenommen wurde. T110E5 vom Gegner kurz angesägt. Freie Kamera übrigens, falls sich irgendwer. Ja. Ich glaube, der Conqueror hat sich das anders vorgestellt. Beim Vorstürmen. Irgendwie will hier nichts mehr kommen. Ich glaube, die haben aus den Fehlern gelernt. Ja, anstatt meinen Fluchtweg frei zu machen, wird fleißig geblockt. Wie sich das gehört. Weißt du mal, so 2 cm zurück, dass ich flüchten kann. Nö, nö, da wird schön drauf gehalten. Scheiß auf die Teampartner. Boah. 3,70 knapp, so beim Vorbeifahren im Vorbeiflug. Schmeckt. Den auch noch mal kurz rausgeknipst. Der war zu schlecht eingeaimt, der ging daneben. Kassierer vom Leopard. Aber ich sag mal so, man sieht sich immer zweimal im Leben. Der Leo kriegt noch sein Fett weg. Schmeckt. So, Leo, wir haben doch noch eine Rechnung offen, du und ich, ne? Du weißt, Bruder. Ich hab dich lieb und so, ne? Oh, da kommt der Leo. Ah, so schön in Zeitlupe. Ja! Den hätte ich jetzt auch tot rammen können, dann wäre ich aber selber auch gestorben. Hätte aber jetzt einen Kamikaze gehabt. Der wollte mich unbedingt haben. Habt ihr das gesehen? Der hat da gar nicht mehr auf den E5 geguckt. Der dachte, komm, den Wichser, den schieße ich über den Haufen. Aber es war wohl nichts mehr. So, hier kann ich vorspulen. Und zwar richtig, weil ich komme zu nichts mehr. Ja, der ist auf mich eingeaimt. Deswegen habe ich das sein gelassen. Alles klar. Freie Kamera übrigens, ne, das am Ende. Bevor mir wieder einer sagt, du hast durch den Berg durch den Typen anvisiert. Das war die freie Kamera, mein Freund. Obwohl, wisst ihr was, ich schneide euch das mal mit der Ingame-Kamera, weil sonst labern die. Ich habe das gerade selber gemerkt. Das sind so die Stellen, wo man merkt, ob freie Kamera oder Aimbot oder sonst irgendwas. Weil wer die freie Kamera jetzt sieht, der denkt, ich habe durch den Berg durch den Typen anvisiert. Ich mache das jetzt mal ohne freie Kamera, damit ihr seht, dass das nicht so war. Ich schneide euch dazu.
So, pass auf, jetzt kommt die gleiche Stelle nochmal. Diesmal aber mit der. Das hier ist die freie Kamera. Deswegen sah das für euch so aus, als hätte ich den durch den Berg durch anvisiert. Das heißt, dieses Advanced Aimbot, bla bla, was die immer sagen, ne? Also freie Kamera. Jetzt kommt die Ingame-Kamera und dann könnt ihr die gleiche Stelle sehen. Und zwar diesmal, wie ich den anvisiert habe, weil der war für mich ja noch sichtbar, ein Stück. So, hätte man die freie Kamera gesehen, hätte man gedacht, ich habe den jetzt durch den Felsen durch anvisiert. Habe ich aber nicht. Pass auf, das ist die Ingame-Kamera. Jetzt könnt ihr sehen, wie ich den anvisiert habe. Also nicht durch den Berg durch, sondern ein Stück von dem ist... Habt ihr gesehen? Da oben, das Stück von dem war sichtbar. Da oben sein Turm. Und dadurch konnte ich den anvisieren, ja? Wäre das jetzt die freie Kamera so hättet ihr gedacht, ich habe den durch den Felsen durch anvisiert. Das ist das Ding, was ich meine. Freie Kamera oder Ingame-Kamera. Also dann, dass die meisten, die verwechseln das und erzählen dann irgendwas von Aimbot. Alles klar, wir sehen uns bei den Stats. So, einmal Großkaliber, das Ding gemastert. Da die 10er-Panzer, die haben es richtig dick abbekommen. Den Conqueror hat es richtig erwischt mit einem Schuss knapp 1360. Ja, und der Spick, der wurde einfach mal geone-shottet. Der Spicky. Wo ist er denn? Da ist er. Ein Schuss konnte der auf mich abgeben, immerhin, ne? Jo. War doch mal eine lustige Runde. Ja, wenn ihr Bock habt, hier abonnieren. Auch meinen Kraftsportkanal. Links unten in der Beschreibung. Auch mein Facebook unten in der Beschreibung. Anklicken. Ansonsten, wer ein Tier 10 Panzer hat, kann sich bei uns bewerben. Bis dann.